Aber du bist ein Gott, der vergibt. Gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Worte Nehemias, die uns heute durch unseren Tag begleiten. Wenn wir über Gott reden, dann ist immer die große Gefahr, dass wir es abstrakt, scheinbar objektiv tun. Wir beschreiben Gottes Eigenschaften. Wir beschreiben manchmal sogar und sagen, er will das und das und dieses will er nicht. Wir reden über ihn wie über ein Ding oder einen Menschen, eine Person, mit der wir nichts zu tun haben. Bei Nehemia ist das anders. Er blickt zurück auf Erfahrungen. Auf Erfahrungen, die er selber gemacht hat. Auf Erfahrungen, die Menschen vor ihm gemacht haben. Er zählt es auf, wie Menschen Gott erlebt haben. Und diese Erfahrungen benennt er. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass du, Gott, gnädig bist, dass du barmherzig bist, dass du uns, mich nicht losgelassen hast, obwohl ich mich immer wieder abgewandt habe. So redet Nehemia und er lädt uns ein, es genauso zu tun wie er. Nicht im Abstrakten zu reden, sondern im Konkreten, in der eigenen Erfahrung. Und noch etwas anderes ist mir an der Losung für den heutigen Tag wichtig. Das erste Wörtchen, so unscheinbar, das Du. Du, Gott. Es geht um eine Beziehung. Um die Beziehung, die wir zu Gott haben dürfen. Wir dürfen ihn anreden, ansprechen, dürfen gewiss sein, dass er uns hört. Durch das Du zu Gott werden wir selber zu einem Ich, zu einem Menschen. Wir reden Gott an, er redet uns an, er ruft uns beim Namen. Dieses Du, diese Beziehung und die Erinnerung, Gott, ich habe mit dir erlebt, dass du barmherzig bist. Ich vertraue darauf, dass du auch weiterhin barmherzig mit uns Menschen bist. Diese Erfahrungen, die wünsche ich uns, dass sie uns durch den Tag tragen. Amen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Blühende Bäume haben wir gesehen, wo niemand sie vermutet. Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie stumme Sprachen. Durch tote Fensterhöhlen kam der Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Wer bist du, Gott? Wir versuchen, uns dich vorzustellen. Die Mutter, die sich liebevoll um ihre Kinder kümmert. Der Hirte, der darauf achtet, dass niemand verloren geht. Der Gastgeber, der jeden mit offenen Armen empfängt.
der Knecht, der sich erniedrigt und andere bedient. Wer bist du, Gott? Wir wissen, kein Gedanke an dich kann dich ganz fassen. Du bist größer, als wir ahnen können. Du bist mehr, als wir uns vorstellen können. Du bist alles, was wir uns nur wünschen können. Du bist einzigartig. Dank sei dir, Gott, durch Jesus Christus, der uns durch sein Leben und seinen Tod gezeigt hat, wer du bist, und den Heiligen Geist, der uns hilft, dich zu erkennen und dir zu folgen. Amen.